Ich heiße Marianne Dietrich, wohne auf dem Flatow und habe im Laufe der Jahre eine Chronik erstellt, um eigentlich ein Geschehnisse im Flatow festzuhalten. Einer meiner Lieblingsorte hier im Flatow ist der Groschplatz. Er war früher unbebaut, aber auch so ein bisschen sehr bewachsen mit hohen Bäumen. Man konnte hier die Enten beobachten und die Wasserhühner und es war eigentlich immer ein Spazierenwert. Also haben sich immer viele Leute hier getroffen, die spazieren gegangen sind. Und deswegen finde ich das schön. Ja, schade, dass die alten Bäume jetzt weg sind, aber irgendwo ist es ein schöner Ort. Die Menschen aus Kremmen erzählen uns, welche Lieblingsorte sie in der Stadt oder in den Ortsteilen haben und wir besuchen sie gemeinsam. Und das dann alles in der Märkischen Allgemeinen.